Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile. Ich freue mich immer, wenn ich auch mal andere Autos habe, nicht nur Porsche und Mercedes. Hier steht mal wieder ein schöner, sehr begehrter Maserati 3200 GT, der mit den Boomerang-Rückleuchten hinten. Auto ist ein, also der hat, ist so ein typischer Japaner, der kommt nämlich aus Japan, der Wagen. Und der Eigentümer, der arbeitet in Japan, ich kenne den, ich habe schon mal ein Auto für den verkauft, der bringt sich dann immer mal ein Auto mit. Und in Japan haben die immer so wahnsinnig wenig Kilometerlaufleistung, weil sie lange im Stau stehen und nicht vorankommen. Also insofern hat der erst irgendwie 36.000 Kilometer, glaube ich, oder noch nicht mal 30.000 Kilometer, hat eine, übersetzt aus dem Japanischen, die Scheckheft-Geschichte. Also hier kann man sehen, der war 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016. Also, und alles ist dann am Ende durch diese japanischen Unterlagen auch belegbar. Hat gerade eine Vollabnahme gekriegt, hat noch keine deutschen Papiere, aber hat eine Vollabnahme bekommen. Der Eigentümer hat in diesem Zuge gerade noch 11.000 Euro in das Auto gesteckt. Also hier steht 11.575 Euro sind hier reingegangen in das Auto. Und der Wagen war aktuell, der stand hier schon, da wurde er abgeholt. Guck mal, das ist er hier. Gerade aktuell rausgekommen, da ist er, der Wagen, also Titelfahrzeug von der Autobild. Witzige Geschichte. Kann man hier gucken, da kann man ihn dann auch sehen. Da drin ist so ein Bericht über den Vergleich der hier die edelsten Sportcoupés. Also insofern, da ist er voll dabei. Cool. Das dazu. Auto ist, also Auto ist schick, aber bei Weitem nicht perfekt. Deswegen ist es auch ein ziemlich verlockender Preis für das Auto. Die wenigen Kilometer sind super, aber der Lack ist so ein bisschen, hat überall so kleine, ja, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen mitgenommen. Wahrscheinlich könnte man, wenn wir den aufbereiten und Stefan das macht, nochmal eine Menge rausholen aus diesem Auto. Ist aber noch nicht passiert, der Eigentümer wollte es nicht. Wenn der Käufer sagt, okay, ich möchte das haben, machen wir das natürlich gern, wenn man uns dafür bezahlt. Ja? So, Stefan, mein Aufbereitungsspezialist, der ja, jetzt kommt schon Porsche-Zentrum, schickt schon zu uns die Aufbereitung, wenn das edle Autos sind, weil Stefan so ein geiler Typ ist einfach, weißt du? Cool, ja komm, gucken wir weiter. Also na, hier hat er eine kleine Lackstelle. Was sehe ich noch? Keine Beulen oder so. Er ist einfach toll. Also ich meine, am Ende ist das wirklich, das ist so alles nur, wenn du dicht dran gehst. Ja? Tolle Kombination, dieses Dunkelblau mit beigem Leder innen. Und es ist ein Schalter vor allen Dingen, ist auch cool, ne? Muss man dazu mal sagen. Hier gucken wir mal rein gleich. Oder nicht, weil ich ein bisschen Schlüssel davon habe. Ja, hier auch. Felgen, sieht alles ordentlich aus. Also hier ist alles schön. Die wurden wahrscheinlich auch aufbearbeitet, weil ich kann mir vorstellen, dass die vorher auch nicht so aussahen. Aber jetzt sind sie tipptopp. Klassisch schönes Auto, wie ich finde. Hier ist eine kleine Beule, guck mal, da hat er eine kleine Beule und hier ein bisschen, aber naja, wie gesagt, wir gucken uns mal den Motor an. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil der Kameramann muss nämlich weg. Deswegen, Thomas, ja, beeilen so ist wir uns, wir haben noch 5 Minuten Zeit, aber das schaffen wir nicht. Komm her, guck mal. Cooler Motor. Und wie gesagt, ne, 11.000 Euro gerade reingegangen in das Auto. Also das ist schon eine ordentliche Investition für so ein Auto. Cool, komm, wir gucken rein. Also ich sag ja immer, dass ich das nicht so mag, dieses Beige, aber ich gewöhne mich immer mehr dran. Ne? Wenn das dann so mit schwarzem Cockpit abgesetzt und Mittelkonsole, bisschen anderes und schwarzes Lenkrad. Das ist schon, und die Tür ist, also sieht cool aus, mag ich, gefällt mir gut hier. Und es sieht halt edel aus, ne? Also so ein Auto ist halt wirklich edel. Ja, und wie gesagt, 30.000 Kilometer. Die Sitze, ja, das kann schon sein, die sehen ordentlich aus. Also ne, auch die Mittelkonsole ist alles schick und ordentlich. Anzeigen funktionieren, die Knöpfe kleben nicht. Das ist ja oft so eine Krankheit von den Autos hier, aber ist alles gut. Ja, alles schön. Pass auf, ich würde vorschlagen, wir drehen eine Runde und gucken mal, wie der Wagen fährt. Okay? Sound hat er auf jeden Fall einen geilen, sage ich euch. Hört es euch an. So, guck mal. Thank you.
sagen. Also macht Spaß zu fahren. Maserati auch irgendwie cooles Auto. Und da gibt es viele Fans von. Wenn das was für Sie ist, kommen Sie vorbei, rufen mich an. Auto steht bei mir in der Halle. Können wir uns angucken und dann Probefahrt machen und vielleicht ist es ja was. Ja? Cooles Ding. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Grüße aus Hamburg. Wetzel Automobile. Tschüss.